Mach deinen Geist leer. Sei ohne feste Gestalt, wie Wasser. Füllt man Wasser in eine Tasse, wird es zur Tasse. Füllt man es in eine Flasche, wird es zu dieser Flasche. In einem Teekessel wird es zum Teekessel. Wasser kann fließen oder tröpfeln oder zerstören. Sei wie das Wasser, mein Freund. Wieder einmal schaffte es Lee, ein Hindernis in ein Sprungbrett umzuwandeln. Er wollte die Limits des menschlichen Körpers austesten. Jeden Tag machte er 2000 Faustschläge und 1000 Fußtritte. Er lief 5 Kilometer und fuhr dann 25 Kilometer mit dem Fahrrad. Er wollte die Grenzen seines Körpers erfahren. Er träumte schon als junger Mann davon, Kampfsport und die Weisheit der alten Philosophen miteinander zu verbinden. Geh nie einen Weg, als gäbe es nur den einen. Lass dich nie durch deine Grenzen einschränken. Sich ehrlich auszudrücken. Und das ist sehr schwer. Aber sich selbst ganz ehrlich auszudrücken und sich nicht zu belügen, das ist ziemlich schwer. Lee ist selbst das beste Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man an etwas glaubt. Er hat seine eigenen Schwächen und Grenzen entdeckt und sie mit Hilfe des Intellekts und harter Arbeit überwunden. Wobei er seine körperlichen Fähigkeiten in einem Maß steigert, das ans Phänomenale grenzt. Ein-Finger-Liegestütze mit einer Hand sind für ihn Routine. Er kann über lange Zeit im Grätstütz verharren und er hat den berühmten One-Inch-Punch entwickelt. Er kann mit einem nur aus 2 Zentimeter Entfernung abgegebenen Schlag einen Gegner mehrere Meter weit wegstoßen. Seine Sidekicks haben so viel Wucht, dass man meint, von einem Auto angefahren worden zu sein. Er trainiert hart, 6 Tage die Woche. Er verausgabt sich, um die äußersten Grenzen des menschlichen Körpers zu entdecken. 27 Jahre nach seinem Tod Briefe von Menschen, die zu seinen Lebzeiten noch nicht mal geboren waren. Sie schreiben mir, wie er sie angespornt hat, bessere Menschen zu werden, ihre Ziele zu erreichen. Wie er sie motiviert hat, auf die Stimme ihres Herzens zu hören, statt andere nachzuahmen oder hinter ihnen herzulaufen. Ich glaube, dass Bruce zu uns herablächeln würde, wenn er wüsste, dass auch heute noch Menschen auf der ganzen Welt von seiner Arbeit und Kunst profitieren. Ich betreibe selbst gar keinen Kampfsport, aber ich komme hierher, damit etwas von seiner Inspiration in mein Leben dringt, weil ich das brauche. Dank Bruce war ich persönlich nun schon öfter in der Lage, jungen Menschen zu helfen, zu sich selbst zu finden oder von den Drogen wegzukommen. Dass sie das geschafft haben, ist nicht mein Verdienst, sondern das von Bruce.